Dach, Leute, willkommen zur neuen Minecraft-Folge. So, jetzt habe ich irgendwie mal anders gestartet als sonst. Normalerweise fange ich ja anders an. Keine Ahnung, mir war langweilig. Ja, willkommen zur neuen Minecraft-Folge und heute ich plane und haben das hier fertig zu machen, was eigentlich ja schon fast fertig war. Nur halt noch ein bisschen da oben Glas etc. Ja, dann Sandy rausholen, was hier am Schmelzi-Schmelzi war. Und ja, Themen heute direkt das allererste Thema, was auch gerade ganz frisch aktuell ist: Trouble in Mineville. Bäh. Pure ausrastet, Alter. Das hat mich richtig aufgeregt. Ich bin in Trouble in Mineville gegangen und hatte Trader Pass bekommen von Stuff Play HD. Da freue ich mich auch. Nochmal vielen Dank an ihn. Und habe ich natürlich direkt eingelöst. Erste Runde hatte ich quasi Trader Pass eingelöst. War ich dann noch Trader? Gut. Nächste Runde habe ich dann kein eingelöst. War dann noch entsprechend Innocent. Und danach die Runde habe ich wieder eingelöst. So, war ich also zweimal Trader und einmal Innocent. So. Dann die Runde, es war halt dann. Keine Ahnung, wie lange der dabei war. Kann sein, dass von Anfang an dann plötzlich beginne ich so als Trader Island halt. Da habe ich auch Trader Pass eingegeben. So. Und dann, quasi, ich habe das Spiel startet wirklich 0, also wirklich 0, mäßig. Sekunden später bringt mich ein Typ sofort um. Und dann ich dann so, und dann killen die natürlich alle wegen Random Killer Scheiße, alle flamen den auch. Dann so, ja, weißt du, scheiß Bastard, ey, du bist die ganze Zeit auch Trader, nur weil du so viel Geld hast und du Trader bist, du bist voll reich von YouTube. Ich weiß, dass du schon 1000 Euro im Monat verdienst, du kleines Hurenkind, etc. Hab ich mir nur einen abgelacht und bin gleichzeitig vollkommen ausgerastet. Alter, so ein Lappen. Und dann habe ich den halt beleidigt und ja, dann wollte ich ihn eigentlich bannen lassen, aber ich hatte auch aufgenommen. Aber die Aufnahme habe ich direkt gelöscht, weil ich, ja, keine Ahnung, so lösche ich immer. Und ja, deswegen. Also, ja, ich habe jetzt, also das ist jetzt erstmal fertig. Gäste kommen jetzt demnächst. Vielen Dank an ein paar Leute, die hatten mir gespielt. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Scheiße, ich hole nächstes Mal raus. Ich habe einiges an Nitrate bekommen, deswegen werde ich jetzt auch einen neuen Server mir holen können. Der wird dann auch so 2 Monate laufen können und dort werde ich dann noch Gäste einladen können. Ziel ist es jetzt aber erstmal, ich möchte nämlich eigentlich jetzt einen Enchantungslager machen, weil mein Level ist eigentlich recht nice. Und dann, deswegen bräuchte ich jetzt mal eine kleine Kuhfarm. Das Problem ist, für eine Kuhfarm bräuchte ich jetzt erstmal Kühe. Ja, und da habe ich ja da hinten mal welche gehabt, aber ich bin halt so schlecht gelegen, ist das Problem. Dann kann man hier mal so episch zoomen. Vielleicht finde ich ja mal was. So, aber egal, ich bräuchte eh Getreide. Gehe ich mal wieder runter. Ach, da oben, wie süß. Geil, wenn da unten bei mir welche spawnen würden. Das wäre lustig. Dann, ja, Getreide habe ich ja kaum welches. Also die Farm läuft hier ganz gut. Vielleicht mache ich mal irgendwann eine automatische. Die Gronkh so eine hat, die ist richtig nice. Ich gucke eigentlich gar keinen Gronkh, aber die habe ich mal gesehen und die ist schon geil. Das muss ich sagen. Das ist schon ein geiles Viech. Ja, wegen Karotten. Ja, manchmal droppen halt Zombies welche und da muss ich mal gucken, wenn ich vielleicht mal ein bisschen nachts kloppen werde, damit ich vielleicht mal ein paar Drops bekomme, um halt den auszugleichen ein bisschen, damit ich was hab. So. Ja, ich bin halt hier recht schlecht gelegen. Und an sich zwar schön die Bucht, aber es ist wie gesagt recht schlecht zum Sachen sammeln. Also meine ich halt damit Kühe etc. Ja, dann nochmal alle Schaulinge, die in der Beschreibung schreiben, mehr in das Texture-Pack. Nö, FA Disco bleibt so mein Markenzeichen, kann man sagen. Und das möchte ich auch nicht dran ändern. Das ist halt so meins und das mag ich auch. Ja, wieso also, halt jetzt ein bisschen Kühe gucken und vielleicht schon nächste Folge dann einen Gast machen. Der wird mir dann noch auf jeden Fall der erste Gast, der wird halt sich einrichten können. Ich denke an so einen Gast 2 Folgen würde passen. Und dann kann er sich eine Folge einrichten. Und in der zweiten Folge kann er ein bisschen produktiv sein und mir vielleicht ein bisschen meine Mine helfen und ein paar Sachen raussuchen, damit ich so flotter was sammeln kann. So, ja. Halt jetzt schön suchi nach Kühe, damit ich auch schön Mamfi, Leder. Weil Leder brauche ich einfach für Bücher. Sonst kriege ich keine Bücherregale hin. Das geht leider sonst nicht. So, ja. Nochmal kurzes Geräusch, seltsam. Ja, dann ich weiter gucken müssen. Seltsam. Also ja, Trouble Mine Random Killer fucken mich richtig ab. Das mag ich ja gar nicht. Habe ich jetzt. Normal. Alles in Ordnung. Soll ich ein paar Zombies hier sein oder so? Grusel, Grusel. Kohle. Egal. Oh, ich habe gerade Fledermaus und Zombie gehört. Ja, also ich habe jetzt aufgefallen in Folgen, dass es immer so anhört, als wären meine Sounds zu laut, aber stimmt gar nicht. Deswegen stelle ich es jetzt mal ein bisschen lauter ein und mal gucken, wie dann es sich so für euch anhört. Wenn es zu laut ist, kann ich sie ja wieder leiser machen. Ja, mein Spitzhacke ist verschrott. Eigentlich möchte ich jetzt nicht verschwenden. Also mein Eisen- und Diamantvorrat. Also Diamant hatte ich ja nie. Und direkt 2. Geilometer. Nom. Ob das? 3 sogar.
So, aber die hole ich jetzt nicht. So. Wehe! Das passiert wie die eine Folge, dass ihr alle weglaufen wieder. Dann flippe ich hier aus. Dann kann ich eigentlich so gehen. Na, so. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Notfalls, falls es zu lange dauert, mache ich einen kurzen Cut dann. Weil, ja. Also, was ich halt, also so, ich bin halt nicht so ein Cut-Freund. Ich habe bis jetzt nur einen einzigen Cut gemacht. Das war ganz am Anfang, als ich das erste Mal gestorben bin. Weil ich da wieder nach Hause finden wollte, kurz. War eigentlich gar nicht so weit weg, wie ich geschätzt hatte. Die Kühe sind auch nicht weit weg, also das wird jetzt recht, an Anführungsstrichen, einfach. Aber was ich halt nicht mag, sind auch, Let's Game You Play, das ist ja eine epische Welt. Aber ich finde es irgendwie schade, ich finde, der zeigt zu wenig. Also ich finde, der macht ja wirklich, er zeigt ja nichts und ich bezweifle auch, dass er alle Rohstoffe, die er da hat, auch sammelt, wirklich. Also ich denke, dass der da wirklich eher cheatet. Das schätze ich jetzt einfach mal, das ist meine böse Vermutung. Na komm, Kuh. Mach Mu und geh hoch. Nein, 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 nein. Wenn sie zu weit weggeht, dann. Ja, wo ist meine Stadt? Nein! Sehr positiv war und gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen traurig. Wieso jetzt traurig? Weil es war ja Feedback total toll. Was mich halt überlegt hat, mir ist aufgefallen, da habe ich 260 Likes oder so gehabt. Das ist für meine Verhältnisse heftig. Mein einziges Video, was so viele High Likes hatte, war Age of Minecraft Trailer. Und das hatten Dena umgespielt, Minecraft Bucket etc. alle auch geliked, weil sie es geil fanden. Aber und das hat jetzt, glaube ich, niemand großes auch geliked. Das hat, also könnt ihr aktiv sein? Ich frage mich dann, klar, bei so einem Video ist oft aktiver, aber wieso so stark aktiver? Das frage ich mich echt. Und das finde ich recht traurig sogar teilweise, dass ihr dann. Nur bei was, wo ich mich aufrege, wo ich was Trauriges erzähle, irgendwie dann aktiv. Klar, ihr unterstützt mich, aber ich finde es halt auch cooler, wenn ihr klar, ich kann nicht erwarten, dass bei jedem MP dann so viele Likes sind, das ist klar. Aber ich bin noch nicht so einer, der immer in die Beschreibung, oh, scheiße, egal, ich hab's geschafft, ich hab Kühe. Na, endlich. Und ich habe sogar einen kleinen Knast schon für die da unten. Alter, jetzt kommt so ein der Joint hier Pixgreif da drauf und bringt alle um. Gut, dass es Singleplayer ist. Oder hext dich hier rein, ich hab Angst. So, ich hab Kühe. Ich hab Kühe. Nein! Nee! Nee, 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 nee. Kurz vorm Ende machst du jetzt hier nicht auf einen bockig. Das machst du jetzt nicht bockig. Du machst jetzt nicht hier einen auf bockig. Na komm. Egal, erster rein. Erster rein, scheiße, ist gleich Nacht. Rein! Rein, du Viech! Ah. Challenge accepted. Gesagt, schon geschafft. So. Zweite Kuh. Weil ich möchte jetzt nicht schlafen. Da. Das zweite Auto direkt gecaptured hier. So. Geil. Ich habe Kühe. Das ist ja richtig, richtig, richtig nice. So. Runter mit dir. Paart euch. Und. Ein erstes Baby. Das ist schön. Super. Ich habe Kühe, Leute. Seit langem eine richtig geile, produktive Folge. Und jetzt direkt Bubu machen. Und weiter geht's. Ja. Super, dann kann ich jetzt anfangen, ein bisschen Leder zu farmen. Da werde ich auch richtig viel Getreide brauchen, um die ganze Zeit zu befriedigen. Das hört sich irgendwie gruselig an. Aber egal. Wird auch schöne. Ihr Bastards! Nein! Was wollt ihr da? Weg! Jetzt macht die noch Breakdance und freut sich. Da! Na komm her! Du kleines Viech. Da! Nein! Nein! Na komm rein! Du sollst nicht Breakdance machen! Na komm! Schubs! Erste Kuh! Komm, die schubst dich alle rein! Nein! Du gehst nicht zu den Schweinen! So! Jetzt ganz schnell raus! So! Gut, damit ist das jetzt geschafft. Dann jetzt brauche ich noch ein bisschen Zaun. Und dann habe ich die Kühe endlich gefangen. Sehr, Tortur. Eine richtige Tortur. Heuchrecht. Und ich habe noch ein bisschen Zaun. Super. Ich bin mit meinem Kistensystem auch noch sehr zufrieden. Sehr übersichtlich. Mittlerweile kenne ich auch die meisten Kisten da auswendig auch. Und ja, ich darf auf keinen Fall Getreide, weil die dürfen da nicht in die Nähe gehen. Da! Da, was machst du jetzt? So, gefangen. Ja, deswegen, das ist gut. Gut, 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 gut. Dann habe ich das Ziel, jetzt bräuchte ich nur noch Hühnchen. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, dann baue ich jetzt mal direkt Getreide ab.
Dann nach unten. Und dann muss ich wirklich wohl oder übel. Ich schieb's die ganze Zeit hervor. Das merkt ihr auch ein bisschen. Die Mine, ich mag Minen zwar nicht, aber ich brauche dringend Nachschub an Zeug. Besonders ein paar Dias würden wirklich nicht schaden. Ich bin ja immer so ein Farmer und Bauer. Also ich baue zwar nicht schön, aber ich habe halt so Ideen immer. Und in meinem Radius, was ich habe da, nicht sehr begabt und so, aber das reicht mir dann. So, und dann muss ich jetzt auch mal ein bisschen mal aufräumen wieder mein Inventar. Ich möchte nicht so ein Inventar-Messi sein. Steinrest. Wop, 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 wop. Dann Sand. Ne, habe ich keinen leider. Holzrest. Dann kann auch dat, dat, dat. Sonstiges. Da gehört noch das da dazu. Und auch sonstiges. Kann auch beides sonstiges. Holzrest. Dann Holz normales. Dann hatte ich da noch. Ah, okay, jetzt check ich das. Ah, mein eigenes System check ich nicht. Ist es traurig. Gut, ja. Nett voll ist. Gehe ich mal meinen Bestand durch. Ja, das ist ziemlich scheiße. Das kann ich jetzt mal ganz grob sagen. 44 Eisen ist noch in Ordnung. Da mache ich mir jetzt noch einen Helm von. Brustplatte mache ich mir noch nicht. Gut, dann werde ich mich jetzt mal vorbereiten, produktiv für eine Minentour. Weil ich nehme jetzt wirklich nur das mit, was ich auch brauche. Rüste mich hier ein bisschen aus. Dann, ja, noch zwei Spitzhacken nehme ich mit, damit ich auch so lang wie möglich da unten bleiben kann. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. So. Bup, 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 bup. Ah, passt so viel. Egal. So. Dann habe ich jetzt noch genug Spitzhacken. Dann kann das hier noch unter Sonstiges. Dann nehme ich auch nicht mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann, ja, das ist auch Natur eher gesagt. Ah, der Pfeil, den hatte ich da reingetan. Ich habe ja Waffen. Bestimmt, das gehört jetzt zu Waffen. Oh mein, ich habe 10 Pfeile durch Skelette, das ist ja schon ein bisschen was. Dann Kohle nehme ich auf jeden Fall mit für neue Fackeln, damit ich auch genug habe. Glas brauche ich definitiv nicht. Dann Blöcke zum Bauen, das ist richtig wichtig. Cobblestone einfach mitnehmen. Zaun brauche ich auch nicht. Hier so noch so ein Stack, damit ich auch immer genug habe. Dann Holz, sonstige, ja, Holzrest, kann das noch rein. Dat, ja, nee, Stickies brauche ich doch noch. Das kann unter Natur. So, damit wäre ich eigentlich jetzt bereit. Ich habe nichts Unnötiges dabei. Die Diaschaufel. Ja, eine Axt noch. Das schadet nicht. Das Steinschild, keine Ahnung, Sicherheit. Das sollte ja genug lang dauern. Notfalls. Ja, ich nehme doch Holz mit. Das hat keinen Sinn. Hier so als Notfallreserve. Und ja, die Folge wird leider nicht mehr reichen, glaube ich, für eine Minentour. Das sind jetzt schon 10 Minuten, weil ich sehe das an der Sonne meistens. Aber dann kann ich mich nochmal kurz um meine Kühe kümmern, wo ich natürlich keine Getreide. Egal, die können sich noch nicht paaren. Ist aber nicht schlimm, weil dann würde ich mal gerne nach oben wieder gucken. Weil ich war da jetzt ewig nicht mehr. So ein bisschen mal die Lage abchecken. Oh, der schöne Wasserlift. Total unnötig, aber ich fand den irgendwie immer cool. Ja, wie gesagt, mach weiter Vorschläge. Bitte nicht irgendwie Grong, Shuffle, HP, Concrafter. Also die realistischen Leute, wo auch ihr denkt, dass ich halt. Aber also die Standards halt Pixelcrafter wird zum Beispiel mal da sein. Den Fabi werde ich mal einladen. Also die Standards werden alle mal da sein. Deswegen. Oh, hier noch ein Holz abgebaut. Oh, das schöne alte Haus. Die meisten kennen es gar nicht. Ich hatte auch mal Shader drin gehabt, aber ja, mein PC packt das leider nicht so. Also es ist kein schlechter PC, aber jetzt kein Bombe-PC. Es ist mittlerweile schon 2 Jahre alt. Also ich denke so. Irgendwann mal werde ich mal so aufrüsten ein bisschen. Weil als ich da auch geholt habe, war schon sehr gut da, aber halt war ein i5 halt. Also nicht i7 schon. Also das war halt i5 zweite Generation, glaube ich. Und ja, da kann ich noch ein bisschen aufrüsten, denke ich. Denn es sind Berge, da könnte ich eigentlich mich mal hinschlagen. Soll ich einfach die Folge mal in den Bergen da anfangen? Egal, dann baue ich da noch ein bisschen ab. So ein bisschen kann ich ja noch. Schade ich ja nicht, wenn meine Folge so 20 Minuten ist. Hochladen ist eh kein Problem. Leute, da oben Kohle, das ist lustig. Ja, Kohle findet man ja wirklich leicht. Schafe, ich habe hier eine richtige Schafregion. Also, da haben auch genug Leute dann auch im Bett. Aber egal, ich habe hier eh eine Schafe. Ein paar Lappen werden eh aus, ne? Unerkundigte Höhle. Ja, dann let's go. Grusel, grusel, grusel. Grusel, grusel, grusel. Grusel, grusel, Ende. Mano. Tolle Höhle. Also manche Höhlen denkt man echt so, oh, jetzt geht's ab und plötzlich, oh, Ende. Ja, jetzt geht's ab, jetzt geht's Ende. ja, dann ab zu den Bergen. Ich denke, bei Bergen so, da geht der Mythos rum, dass dort ein paar, nee, ich gehe da nicht rein. Ah, oh, Hühnchen. Das eine nehme ich mit.
Hühnchen, gut. Aber ich denke, ich habe hier halt Grasgewebe, also ich denke, irgendwie Tiere bekomme ich schon zusammengesammelt, sonst hole ich mir irgendeinen Bimbo, der das macht. Also wie gesagt, Cheaten, ich habe es mal erwähnt, notfalls mache ich es irgendwann mal, aber so denke ich, kann ich das auch ohne schaffen. Hühnchen auch für mich, das wäre auch nicht schlecht. Hätte ich nichts dagegen. So, ja, hier ist ja wirklich eine geile Position, sicher direkt richtig viele Höhlen. Und ja, ich denke, das hier so, das könnte was werden. Ist auch nicht so weit weg vom Z Weil die mich verarschen eigentlich, oder ihr? Mann. Mann, ich will das nicht. Okay, ich habe jetzt gerade einen Fehler bemerkt. Oh, nein. Aber aus Fehler lernt man. Ich muss dringend mal ein Bett oder sowas mitnehmen. Wenn ich so eine Höhlentour mache. Ich habe jetzt irgendwie gerade echt Pech. Also, ja, da muss man dringend. Fäh. Also da muss dringend ein Bett mit, weil wegen Schlafen und so. Aber Homepoint wird dann dort gesetzt, keine Ahnung. Mann, ich hasse diese Geräusche, die ankommen. Die machen nur Angst. So, runter. Toll, meine Fackeln sind hier. Ah, eine Hülle. Direkt ein paar neue Fackeln. So. Okay, das war ein bisschen wenig. Okay. Da fängt's an. Wahrscheinlich, wie ich mein Glück jetzt gerade kenne mit Höhlen, wird das auch hier gleich unten enden. Ne, das ist schon der erste Creeper. Geil! Nimm Mine. Bam! So, ein bisschen zurück nochmal. Ganz kurz ein paar Fackeln mehr machen. Direkt alle verbrauchen. So, okay, super. Dann ist jetzt doch mein Glück mal ein bisschen gesonnen. Ich meine, hier eine schöne Mine. Die sind zwar jetzt. Zwar jetzt nicht so. Besonders, meine ich. Ein Slime-Spawner. Das kann ich euch hier beschreiben. Das ist ein richtiger Slime-Spawner hier. Dieses Teil quasi in diesem Ding hier spawnen Slimes vormäßig. Ja, ist halt so. Rails kann man mitnehmen auch. Gut, super. Dann ja, werde ich auch die Folge dann. Und direkt ein Spawner. Leute, ich habe endlich mal wieder ein bisschen Glück. Ich höre die auch direkt hier. Ah! Na! Ah! Na! Ah! Geben auch schön XP. So, das macht mir irgendwie Angst. Ich habe Angst, dass ich hier jetzt das zweite Mal draufgehen werde bald. Naja, gut, ein bisschen Rüstung habe ich auch und ja, ist mal spannender. Scheiße, sind hier viele Creeper. Und eine Mine direkt. Das sieht geil aus. Weg, du Ungetüm. Nein, 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 nein. Autsch. Ja, genau, ich drehe mich um, dann macht das Ding auch weniger Schaden. Genau, bringt euch gegenseitig um. Leute, ich habe ein gutes Gefühl. Das ist schon wieder ein Spinnenspawner. Oh Gott, ich gehe da weg. Das ist mir da echt nicht gesagt, so heftig. Ah, oh, weg, weg, weg. Ah, genau, Fledermäuse. Das sind meine Gegner auf meinem Niveau mal. Wasser weg. Wasser mag ich nicht. Alter, das hier hat richtig Creeper. Monströses Versteck. Bam! Eisen. Immer erstmal die Gegend auschecken. Hä? Leute, ich habe einen Dungeon. Hammer geilo. Richtig, 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 richtig Glück mal. Aber ich hatte jetzt hier auch kein Glück mehr gehabt mit Sachen. Jetzt Dias noch wäre nice, aber schade, die Folge ist bald Ende. Freue ich mich auf die nächste. Mal ein bisschen was zu erleben auch. Den Spawner werde ich auf jeden Fall. Den Spawner werde ich nicht abbauen, wenn ich irgendwann mal keine Hobbys habe. Werde ich da mal mir eine Falle draus machen. Gerade aus Skelettfallen kann man Pfeile etc. gewinnen. Und so, gut. Und was drin? Ein Eimer, ein bisschen Getreide, Redstone, Sattel, Kokobins. Okay, 0815 Zeug. Tja, eine Schallplatte wäre lustig gewesen. Bisschen weiter noch gehen. Gucken, ich bin jetzt gerade zu neugierig, hier die Folge schon zu beenden. Gut, so Gravel-Zeug mag ich gar nicht. Direkt weg, da ist auch Eisen. Ich denke, ich werde ja mit einem. Ah, ich habe so Angst, dass die ganze Zeit Creeper dann plötzlich hinter einem los. Bammt. Bam. Macht es dann. Und dann bin ich tot. Und heult weiß rum. Genau. Ja, dass ich hier wieder rauskomme, aber da habe ich schon. What the fuck ist hier los? Ja, ich weiß, dass da ein Zombie kommt. Bevor es in den Kommentaren schreit. What the fuck? Oder?
So. XP schön. So, jetzt kann ich auch ein bisschen mal mich kloppen, weil das ist ja mal eine Abwechslung. Ein bisschen Lava aufpassen. Ich spreche jetzt auch gerade leise. Das mache ich immer. Das ist eine Macke von mir. Immer wenn was Gefährliches ist, dann spreche ich auch entsprechend leiser, damit auch nicht mich die Monster hören. Alter, ist das geil. Also hier werde ich mich... Das ist jetzt mal eine Höhlentour, wo ich auch mal ein bisschen länger bleiben könnte. Kann sein, dass ich hier ganz schreiend rausrenne, weil ich hier Angst habe. Ja, jetzt nicht so Angst, weil ich heule, das ist, aber ich meine halt Angst, dass ich draufgehe, weil das wäre echt schade. Okay, gut, dass ich mitgenommen habe. So, wie sieht's mit Eisen aus? Wie viel habe ich? Ja, schon 24. Das ist doch gut. Oh, habe ich schon ein bisschen was vergessen. Bob. Nice. Also ich muss mal, glaube ich, runter zur Lava noch. So, noch 2 Minuten. Dann beende ich es erst. So, das will ich jetzt nicht noch machen. Okay, genau, der runterspringt. Das wäre eine tolle Idee. Oh, ist da Gold? Scheiße. Gold. Und Redstone. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Gold finde ich einfach nur... Die Uhr ist dafür recht praktisch. Die finde ich recht praktisch, wirklich. Hier sind richtig viele Skelette. Das ist schon wieder ein Skelett-Spawner. Okay, sind momentan keine Creeper mehr. Die mag ich auch am wenigsten. Ja, schön Fledermaus. Mein Brot neigt sich auch zu neigen. Da brennt es, das ist auch schön. Gut, ja. Ich denke, dass ich jetzt doch die Folge beende. Die nächste werde ich dann... konnte ich noch... Warte, ich muss noch ganz kurz... Immer wenn ich eine Minenfolge hier beende, eine Mine, checke ich erstmal die Gegend und werde dann auch mich da einbauen, damit ich nicht plötzlich böse Überraschungen habe, wenn ich die Aufnahmen starte. So, hier ist eigentlich ein guter Ort, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist perfekt. Dann baue ich mich mal hier ein. So. Monoton. So. So. Das sollte perfekt sein. Dann hier noch ein bisschen, das ist hier noch... Ja, das sollte gut sein. Dann hier noch ein paar Fackeln. Und ja... Oh, eine Truhe. Nice. Mann, die will ich eigentlich jetzt noch sehen. Nein, habe ich was für die nächste Folge. Vergesse ich bestimmt. Warte. Typisch weiß-weiß. Ich mache jetzt ein Crafting-Table und stell mir ein Schild dahin. So mache ich das auch im echten Leben. Wenn ich irgendwas dran denken muss, mache ich mir so einen kleinen Notizzettelchen. Oder schreibe es mir auf die Hand und dann... ja, merke ich das mir auch immer. Weil sonst vergesse ich das gerne. Wie eigentlich jeder Mensch, weil jeder macht sich Notizzettel. Wer sich keine macht, vergisst es. Selbst irgendwelche organisierten Streber. Kiste. Links. Unten. Weiß-weiß. Bots. So, das ist ja authentisch. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Endlich mal hier so ein bisschen Adrenalin. War gut, dass ich in die Mine gegangen bin. Sehr interessant mal wieder. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall so auf die nächste Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Direkt ausloggen.